Hallo ihr Lieben, heute wieder mit einem Tag und zwar dem What's in my bag Tag. Was ist in meiner Tasche Tag? Eine meiner Lieblingstaschen ist diese süße, pinke Tasche von Victoria's Secret. Die habe ich geschenkt gekriegt in Amerika von meiner Verwandtschaft. Die finde ich total süß, weil hier das VS dran hängt und hier dieses Dingelchen. Genau. So, und pink ist ja eh meine Farbe, deshalb. So, fangen wir mal an. Was ist in meiner Tasche alles drin? Oh. Mein Portemonnaie. Das hier ist von Hello Kitty im Louis Vuitton-Style. Finde ich total süß, weil es halt nicht Louis Vuitton ist und ja, die süße Hello Kitty drauf ist. Die finde ich immer so, so süß. Weil, wenn man die anschaut, also die erinnert mich direkt an meine Kindheit und wenn ich die anschaue, die hat ja keine Lippen, aber irgendwie hat die immer so ein Lächeln im Gesicht und ja, also ich finde die, ich mag die gerne. Ja, hier habe ich meine Geldscheine drin und ganz viele Quittungen irgendwie und halt meine ganzen Papiere, die ich so brauche. So, dann habe ich in meiner Tasche noch viel Münzen, das passende Hello Kitty Geldbeutelchen, das finde ich auch total süß. Dann habe ich in meiner Tasche Taschentücher. Irgendwie braucht man immer dann Taschentücher, wenn man nämlich keine dabei hat und ja, deswegen ist das immer so mein erster Check, habe ich Taschentücher dabei, wenn nicht, direkt welche einpacken. Dann habe ich immer dabei ein Instant Sanitizer. Den gab es früher nicht hier in Deutschland, den musste ich immer von den Philippinen mitbringen. Mittlerweile gibt es den ja auch in Deutschland, als das hier so schlimm war mit Schweinegrippe und Vogelgrippe und hast du nicht gesehen, was für Grippen. Seitdem gibt es das überall. Also der hier zum Beispiel ist von Essence, der nennt sich Pocket Beauty Clean Sensation Hand Gel oder Handgel. Auf jeden Fall ist das so ein Gel, was Bakterien abtötet. Und ja, da gibt man sich dann ein paar Tropfen in die Hand, verreibt die und schon hat man die Hände gewaschen ohne Wasser. Also natürlich nicht ganz so, aber also für unterwegs ist es ganz praktisch, wenn man halt das Gefühl hat, man hat irgendwas angefasst, was irgendwie eklig war und irgendwie keine Toilette in Sicht, wo man irgendwie die Hände waschen kann, dann ist das super. Also ich hab den immer dabei. Dann jetzt gerade im Winter, weil ich immer so trockene Haut habe, habe ich immer irgendwie ein bisschen noch Feuchtigkeitscreme dabei. Wenn ich merke, oh, es spannt irgendwie, dann kann ich das direkt drauf tun. Das hier ist eine koreanische Hautcreme und zwar von Misha. Die nennt sich Super Aqua und da ist Schneckenschleim drin. Ja, Schneckenschleim. Hört sich eklig an, aber andere Menschen schmieren sich Urea ins Gesicht und Urea ist auch nichts anderes als Pipi, also Harnstoff. Dann kann man sich auch Schneckenschleim ins Gesicht tun. Also die ist super, weil die kann man auch als Sleeping Mask benutzen, also vor dem Schlafengehen drauf tun und ja, also die ist super gegen trockene Haut. Die habe ich auch immer dabei. Dann habe ich immer dabei mein Handy. Muss sein, weil mein Handy ist, abgesehen von meinem Telefon, ist das auch mein Taschenrechner, mein Kalender, mein Notizzettel. Zum Beispiel, wenn ich im Kino sitze und Trailer von anderen Filmen sehe, dann nehme ich direkt mein Handy und notiere mir die, weil jedes Mal verpasse ich irgendwie die coolsten Filme. Ja, und seitdem ich das mache, halt nicht mehr so häufig. Und wenn ich sie verpasst habe, dann kann ich hier im Handy nachschauen und mir die dann als DVD ausleihen. Ja, also Handy muss immer mit.
dann habe ich immer dabei Lipgloss. Lipglosse eigentlich. Immer mehrere irgendwie. Hier habe ich jetzt gerade den Lipsmacker von, Celestial Strawberry Sparkler von Lipsmacker. Mein Liebling. Dann von NYC habe ich hier einen. Das ist so ein Lip Plumper. Also da ist ein bisschen Menthol drin. Der macht dann die Lippen so ein bisschen so. Also ich glaube eigentlich eher, dass man denkt, dass die Lippen so sind wegen dem Menthol. Aber die sind eigentlich gar nicht in Wirklichkeit so richtig doll aufgeplustert, wie man es denkt. Aber der ist, den habe ich dabei oft. Und dann habe ich auch noch oft dabei von, hier ist einer von Victoria's Secret, den Beauty Rush. Der ist auch ganz lecker. Den habe ich auch dabei, gerne. Dann habe ich immer dabei ein Haargummi, ne, weil manchmal sind die Haare irgendwie im Weg auf der Arbeit oder so und dann kann ich die halt schnell hochmachen. Dann habe ich dabei natürlich Haustürschlüssel, muss ja sein, Autoschlüssel und was weiß ich alles für Schlüssel. Dann brauche ich immer einen Snack oder sowas in meiner Tasche. Hier habe ich jetzt einen asiatischen Snack. Ja. Dann habe ich immer dabei für den guten Atem, weil ich muss ja auch mit Menschen mich unterhalten können. Kaugummis brauche ich immer. Immer zuckerfreie Kaugummis. Ich habe bei Kaugummis mit Zucker das Gefühl, meine Zähne gehen direkt kaputt und deswegen brauche ich immer zuckerfreie Kaugummis. Also meine Lieblinge sind Airwaves und zwar, wie heißt der? Der mit Kirsche auf jeden Fall. Cherry irgendwas. Also den finde ich total lecker. Genau, also das ist mein Favorit. So. In meiner Tasche, was habe ich sonst noch? Kopfschmerztabletten für den Notfall. Man weiß ja nie, ne? Manchmal schlagen die Kopfschmerzen derbe zu und dann, ja, bevor man sich lange quält, lieber was nehmen. Also das hier sind jetzt gerade Tomaparin. Manchmal habe ich auch Paracetamol oder Ibuprofen oder irgendwas in der Tasche. So, dann habe ich hier noch, abgesehen von irgendwelchen Krümmeln, Sicherheitsnadeln. Ja, manchmal braucht man die, deswegen habe ich die auch immer dabei. Und dann habe ich hier noch einen Lippenstift, das ist der von Revlon, und zwar den Lip Butter in der Farbe Peach Parfait. Den finde ich ganz schön. Muss ich sagen, den habe ich aber nicht immer dabei. Also der ist jetzt mehr reingerutscht, weil ich den wahrscheinlich irgendwann benutzt hatte. Aber den habe ich nicht immer dabei. So. Und was ich sonst aber auch wirklich immer noch dabei habe, ist auf jeden Fall ein Parfum oder ein Body Splash. Ja, wenn man die ganze Zeit am Arbeiten ist, und das Gefühl hat, irgendwie, man braucht irgendwie, weiß ich nicht, immer was, einen frischen Duft um sich rum oder wenn man irgendwie, keine Ahnung, shoppen geht und steht dann neben Leuten, die irgendwie sehr derbe nach Schweiß riechen oder ich weiß auch nicht. Also ich brauche dann irgendwas, wo ich meine Nase reinstecken kann, was ich lecker finde. Und deswegen habe ich immer so ein Body Splash dabei. Weil Body Splashes, oh, das riecht so lecker. Body Splashes, die sind nicht so stark wie ein Parfum. Also der Geruch geht auch relativ schnell weg. Und die riechen halt so frisch. Und ich liebe die Body Splashes von Victoria's Secret oder von Bath & Body Works. Und das hier ist mein Favorit, der heißt Endless Love. Das ist leider ein Discontinued, also das heißt, den gibt es nicht im Standardsortiment und ja, also den liebe ich. Der riecht so nach, was steht hier? Apfelblüte und Ilang Ilang und also es riecht süßlich und halt die endlose Liebe. Ja, davon habe ich auch ganz viele. Also ich habe auch noch Forbidden Fantasy und Pure Seduction und ganz, 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 ganz viele. Und eine davon habe ich immer in meiner Tasche.
Immer, immer, immer. Und wenn meine Tasche auch noch so klein ist, dann fülle ich das in so ein Travel-Flakon oder diese, die sehen aus wie Lippenstifte und da kann man dann Parfum reingeben und also so Travel-Sprühflakons. Wisst ihr, was ich meine? Die gibt es bei Douglas für 15 Euro oder so. Die sehen ganz schick aus, so in Metallic-Look. Da gebe ich das dann rein und ja. Und ich glaube, das war's dann. Ja, ich hoffe, euch hat's gefallen, was ich in meiner Tasche drin habe. Und ja, danke fürs Schauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Achso, das hier ist die Honey, ne? Also, wenn ihr fragt, was ich hier für einen Stoff hier auf meinem Schoß habe. Das ist mein Chihuahua Honey. Die alte Oma. Ja. Ganz lieb. Die kann man überall mit... Oh. Verliert gerade Haare. Ja, kann man auf jeden Fall überall mit rumschleppen. Eine ganz, ganz liebe, süße Maus. Ja, Honey? Okay. Tschüss.